Hallo und herzlich willkommen zum Beispiel Steigungswinkel. Bei diesem Beispiel geht es darum, dass eine Straße um 7% steigt. Was bedeutet das? Nun ja, auf einer horizontalen Entfernung von 100 Metern gewinnt die Straße an 7 Meter Höhe. Ich habe das jetzt eben rechts eingezeichnet. Diese Figur können wir zu einem rechtwinkligen Dreieck ergänzen und wir suchen jetzt den dazugehörigen Steigungswinkel. Den zeichne ich jetzt auch ein. Das heißt, welchem Steigungswinkel entspricht eine Steigung von 7%? Wenn wir nun dieses Dreieck betrachten, sehen wir, bezüglich des Steigungswinkels Alpha kennen wir die Gegenkathete und die Ankathete. Demnach können wir mit Hilfe des Tangens den Winkel Alpha bestimmen. Das heißt, der Tangens von Alpha ist gleich die Gegenkathete durch Ankathete, das heißt die 7 Meter durch die 100 Meter. Ja? Jetzt kann ich den Winkel Alpha mit Hilfe des Arcus Tangens bestimmen. Und wer will, kann natürlich noch den Alpha direkt berechnen, ergibt sich ungefähr eine Steigung von 4 Grad und wir haben die Aufgabe gelöst.